Beim Spiel der U12 in der Gruppe C zwischen der Spielgemeinschaft Koppel-Bleinfeld in den Blauen Dresden zunächst einmal ein Versuch, gut aufgepasst von Elias Balkan, der im Tor der Gäste begann. Jetzt wieder Schuss, gute Reaktion, aber der Ball geht an die Stange, somit keine Gefahr, es bleibt beim Torlosen 0:0. Jetzt wieder eine schöne Kontermöglichkeit durch die Nummer 11. Marcel Reinhardt wird nicht attackiert. Schuss! Und Tor! 0:1. Keine Chance für Peter Deisel im Tor der Gastgeber, da irgendetwas zu machen. Und so steht es 0:1. Es wäre allerdings wichtig, wenn die Verteidiger in so einem Fall den Stürmer versuchen abzudrängen. Jetzt wieder ein Pass. Zieht ab. Der Ball geht rüber. Keine wirkliche Gefahr. Und somit bleibt es beim 0:1 aus meiner Sicht in dieser Phase absolut verdient. Dann wieder eine schöne Kontermöglichkeit durch die Nummer 10. Michael Wernl steht ab und Tor 0:2. Wieder gab es einen weiteren Treffer für die Gäste. Und auf jeden Fall war dieses 0:2 auch der Spielstand nach den ersten 30 Minuten. Denn in der U12 wird das Spiel auf 2x30 Minuten gespielt. Dann die zweite Halbzeit. Pass. Christoph Wonnebauer versucht es. Zieht ab und Tor. Anschlusstreffer zum 1:2. Keine Chance für Elias Wurkan, da was zu machen. Und das Spiel wurde auf jeden Fall wieder spannender. Jetzt wieder ein weiterer Versuch. Pass. Schuss. Die Koppler können den Ball in ihren eigenen Reihen behalten. Scheitert zunächst an einem Verteidiger. Nachschuss und herrliche Parade von Elias Wokan. War nicht so einfach, wie es vielleicht hier auf diesen Bildern aussah. Jetzt wieder. Ecke. Pass. Zieht ab, Schuss! Der Ball bleibt im Strafraum der Gäste. Pass, Nachschuss und Tor! Ausgleich zum 2:2 durch den Nummer 9, Andreas Unterholzer. Herrlich gemacht, kann man dann nur sagen. Jetzt wieder ein neuer Pass. Wir sehen jetzt gleich einen schönen Überheber. Schuss und Tor! Die Nummer 10, Christoph Wonnebauer, erzielte seinen zweiten Treffer an diesem Tag. Und für mich war dieses Tor ein Kandidat für das Tor des Jahres. Der Endstand lautete 3:2 für die Spielgemeinschaft Koppel-Bleinfeld.